ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Ich habe erfahren, dass diese Moschee mit dem Minarett, dem einzigen Minarett in Zürich, ihren Geburtstag gefeiert hat letztes Jahr und dass sie beleuchtet ist, ein Geschenk der Stadt, dass sie beleuchtet wird. Ich finde das ein sehr schönes Geschenk, dass nämlich die Verschiedenheit der Menschen, die hier in Zürich friedlich zusammenleben, eben auch auf der Sichtbarkeit und der Respekt vor der Verschiedenheit eben beruht, dass wir dieses gute Zusammenleben haben. Und die Kampagne, die wir hier im Hintergrund sehen, wir haben das besprochen, sie vertreten eine Offenheit, eine große Toleranz, sie vertreten ihren Glauben, aber sie respektieren auch andere Lebenshaltungen, einen anderen Glauben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für das gute Zusammenleben der Menschen in Zürich. Sie sind sehr aktiv und damit leisten sie auch einen sehr wertvollen Beitrag zum guten Zusammenleben in unserer Stadt Zürich. Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich habe gestaunt, als ich hier hinkam und diese Botschaft sah, weil sie mich sehr auch an meinen eigenen Glauben, an den christlichen Glauben erinnert, also dass es hier eine sehr starke Verbindung gibt. Auch in meinem Glauben spielt die Liebe eine sehr große Rolle und das gute Zusammenleben über die Liebe eine sehr große Rolle. Und es freut mich, dass wir über diese Werte eine Gemeinsamkeit im Zusammenleben finden.